Kurs des Palladium Future ist am Freitag in der Spitze um 10% angesprungen. Wir schauen uns im heutigen Video an, ob dieser Kursanstieg der Vorbote für einen neuen Short Squeeze in den Metallmärkten sein könnte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hechler & Stork. Vor wenigen Wochen noch gab es einen Sell-off in den Edelmetallmärkten, bei dem es den Palladium Future besonders hart erwischt hat. Minus 18% an nur einem Tag. Rezessionsängste, steigende Corona-Fälle in China sowie weiter steigende Zinsen wurden als Gründe genannt. Wir glauben, dass der Sell-off aus zwei Gründen so heftig war. Erstens, es gab das Gerücht, dass Russland trotz der Sanktionen in der Lage ist, das russische Palladium weiterhin auf den Weltmärkten zu verkaufen. Russland ist immerhin für knapp 40% des gesamten weltweiten Angebots verantwortlich. Der zweite Grund war eine mehr als fragwürdige Entscheidung der LME, das ist die Londoner Metallbörse, die den Handel im Nickel Future für mehr als eine Woche ausgesetzt hat und dann noch Trades im Gegenwert von 4 Milliarden US-Dollar einfach rückabgewickelt hat. Der Kurs war zu stark gestiegen. Das könnte natürlich Leerverkäufe im Palladium auf den Plan gerufen haben. Und nun am Freitag das gegenteilige Bild. Ein Anstieg um mehr als 10% an einem Tag. Wir schauen uns das jetzt anhand des Tagescharts einmal an. Wir sehen hier den Palladium Future auf Tagesbasis in der ockergelben Linie. Der Chart geht zurück bis zum Dezember 2021. Mitte Dezember 2021 hat der Palladium Future ein Kursniveau von um die 1600 Dollar erreicht. Danach ist aber wieder stetig angestiegen. Wir können das schön sehen am Jahresanfang. Bis auf ein Niveau von 2400 Dollar. Dann hat der Kurs konsolidiert und was wir hier sehen, dieser grüne Pfeil, das ist der 24. Februar, das war der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dann eigentlich der schiere Wahnsinn. Ein Kursanstieg von über 40% auf ein Kursniveau von 3400 US-Dollar, um danach komplett wieder abzustürzen auf knapp fast 2000 Dollar. Wieder eine Kurskonsolidierung und dann, das sehen wir hier am zweiten grünen Pfeil, ein Kursanstieg am vergangenen Freitag um mehr als 10%, womit wir wieder das Kursniveau von vor der Ukraine-Krise erreicht haben, nämlich um die 2400 Dollar. Doch was genau ist passiert an diesem Freitag? Nun, der Londoner Palladium- und Platinmarkt, eine Industrievereinigung der Metallbranche in England, beschloss am Freitag aufgrund der sich zuspitzenden Situation in der Ukraine neu gefördertes Palladium und auch neu gefördertes Platin aus Russland nicht mehr zum Handel zuzulassen. Wir erinnern uns, das Gerücht, dass Russland weiterhin Zugang zu den Weltmärkten hat, hat ja ursprünglich den Sell-off ausgelöst. Nun, dieser Ausschluss wurde demnach vom Markt bullisch interpretiert und hat zu diesem Kursanstieg am Freitag geführt. Wie könnte es nun weitergehen? Wir haben uns als Read-Across einmal die Lagerbestände an der Londoner Terminbörse für Basismetalle angesehen. Und was wir dort gefunden haben, ist relativ interessant. Diese sind nämlich auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen von 1997 gefallen. Die dramatische Situation betrifft Nickel, Kupfer, Zink, Aluminium und Blech. Eine große amerikanische Investmentbank hat bereits davor gewarnt, dass die Kupferbestände an der LME bald leer sein könnten. Die Zinkbestände übrigens sind in den vergangenen drei Wochen um über 60% gesunken. Auch hier hat ein niederländisches Rohstoffunternehmen eine riesige Position ausgebucht. Dieser Read-Across lässt den Schluss zu, dass andere Metallmärkte in Angebotsengpässen und Lieferproblemen stecken könnten. Und damit kommen wir zum Fazit der heutigen Sendung. Der Palladium Future ist auf dem Niveau kurz vor Ausbruch der Ukraine-Krise. Sollten die Sanktionen den Verkauf von Palladium einschränken, wird der Kurs wahrscheinlich weiter steigen. Die stark sinkenden Lagerbestände an der Londoner Metallbörse, LME, zeigen die Ungleichgewichte zwischen den physischen und den Derivatenmärkten. Dieses Ungleichgewicht führt immer wieder zu einem Short Squeeze in den verschiedenen Metallmärkten. Übrigens, der Short Squeeze im Nickel, den ich vorhin erwähnt habe, der hat zu einem Kursanstieg von 250% in kürzester Zeit geführt und ließ den Nickel Future auf über 100.000 US-Dollar ansteigen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen heute wieder einige zusätzliche Insights geben konnten. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schauen Sie doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Dort finden Sie weitere interessante Einschätzungen zu den verschiedenen Rohstoffmärkten. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg im Trading. Alles Gute.